Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit einem kleinen Update. Das gab es schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe das eigentlich jeden Monat einmal gemacht und dann nicht mehr. Offensichtlich. Und zwar habe ich endlich 300 Millionen EP geknackt. Dun, 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 dun. Uhu. Hier seht ihr es mit dem neuen Layout von Niantic. Sieht man da alles auf einen Blick. Wir gehen auch die anderen Sachen durch, die ganze Statistik so wie immer. Aber hier die wichtigen Sachen. Endlich 300 Millionen EP geknackt. Gestern, zufällig, ich stand schon sehr lange kurz davor. Da gehe ich gestern so die Straße entlang. Ich so, warte mal, müsste ich demnächst nicht mal 300 Millionen knacken? Ich schaue so ins Spiel. 300 Millionen und 5 Punkte. Also genauer hätte ich es gar nicht machen können. Und das echt zufällig. Wirklich komplett random reingeschaut. Und eigentlich genau 300 Millionen gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe, ich habe einen Screenshot gemacht. Blende ich hier nochmal ein. Das war echt krasser Zufall. Jo, EP-Rennen. EP-Rennen, EPs interessieren mich schon länger nicht mehr. Ich weiß, viele von euch interessieren EP nicht. Das ist eine komische Sache. Entweder ist man im EP-Rennen oder man ist halt nicht drin. Und dann denkt man sich, hä, was, wieso machen die Leute das? Es ist halt so eine Art, sich zu messen. Es ist so eine Art Highscore. Man pusht sich gegenseitig. Angefangen hat es natürlich mit Race to Level 40, wer zuerst Level 40 wird. Und dies, das. Und danach hat man halt weitergemacht, weil man kann es halt nicht stoppen. Das Spiel heißt ja nicht, wer hat Level 40 und dann hast du durchgespielt, dann legst du es weg oder so. Du zockst ja immer noch weiter. Auch mit Level 40. Ich hatte halben Pokédex noch nicht voll mit Level 40. Da hat man den natürlich noch weitergemacht und all dies, das, verschiedene Sachen, Medaillen voll gemacht. Und die EP kommt halt automatisch alleine dazu. Es gibt so viele dumme Kommentare. Wieso machst du Glücksei an, wenn du schon Level 40 bist? Ja, soll ich das Glücksei wegschmeißen oder was? Oder, weißt, soll ich mit Absicht schlechter spielen? Die EP kannst du ja nicht stoppen. Die kommen einfach. Wenn ich jetzt zwei Glücksfreunde habe. Sorry, ich denke immer an meine Glücksfreunde. Wenn ich jetzt zwei beste Freunde habe vor dem Aufstieg, dann mache ich einen Glücksfall an. Warum nicht? Warum nicht? Auf jeden Fall, man hat sich ja damals im EP-Rennen, man hat sich gegenseitig hochgepusht, nachdem man Level 40 wurde. Dann wird zuerst zweimal Level 40 erreicht, dann ist man kurz vor 50 Millionen, dann will man die 50 knacken, dann ist man wieder kurz vor dreimal Level 40, dann will man das knacken, dann geht man schon in Richtung 100 Millionen, dann will man die 100 knacken und so weiter und so fort. Dann kam das EP-Rennen mit Schilling, wo er mich zerstört hat, auf die 200 Millionen und er hat danach komplett aufgehört, EP zu machen. Und ich habe eigentlich Gefallen dran gefunden und wieder, da gab es dann eine große Pause mit EP und danach habe ich dann wieder angefangen, wirklich wieder auf EP zu gehen, eine Weile lang. Und habe da konstant weitergemacht. Dann habe ich ihn lange überholt, weil viele denken, er hat immer noch mehr EP als ich. Er hat zwar vor mir 200 Millionen EP erreicht, aber danach hat er keine EP mehr gemacht und ich habe konstant weitergemacht. Einen halben Monat später habe ich auch 200 Millionen gehabt und dann seitdem nie wieder weniger als er gehabt. Und ja, das hat mir eigentlich gefallen. Dann habe ich jeden Monat 20 Millionen EP gemacht, habe jeden Monat so ein Update gemacht für euch und wollte dann Ende 2019 noch die 300 Millionen erreichen, hätte ich eigentlich auch schaffen können, aber irgendwie dann doch keinen Bock mehr gehabt und ja, keine Ahnung. Lieber Glücksfreunde, anstatt hier immer neue Freunde für EP hochziehen und dann kam die EP von den Freunden nicht mehr rein, habe nicht mehr wirklich gezockt. Dezember auch so eine Downphase, wo ich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel hatte und ja, seitdem lasse ich es sehr, 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 sehr entspannt angehen und ja, habe irgendwie 3 Monate länger gebraucht, um die restlichen paar Millionen zu machen. Die letzten EP jetzt habe ich eigentlich nur durch die Darker Raids gemacht. Da habe ich ja schon relativ viel geradet und auch hier und da kommen noch ein paar Freunde rein. Aber eben nicht allzu viel. Auf jeden Fall werde ich jemals noch wieder beim EP-Rennen mitmachen, wieder auf EP gehen. Ich kann es nicht sehen. Sag niemals nie, aber sehe ich nicht in meiner Zukunft. Ne? Ich will mich eher von dem Spiel distanzieren. Nicht noch mehr Zeit reinstecken, sondern nur noch das machen, was mir gefällt. Und sonst halt wirklich nicht allzu viel Zeit mit dem Spiel verbringen, sondern eigentlich nur noch die Sachen, die mir wirklich sehr, sehr viel Spaß machen und die Sachen, die, naja, ich, grinden hat mir Spaß gemacht, deswegen kann ich nicht sagen, nur die Sachen, die mir Spaß machen, weil das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber nee, wenn ich so jetzt zurückblicke, ist es schon viel Zeit, die ich momentan gerne anders verbringen würde. Früher habe ich es gerne so verbracht, aber heutzutage nicht mehr. Naja, viel Rumgerede über EP, aber das ist so, glaube ich, das letzte große Video über EP und Update, deswegen können wir mal gut darüber reden. Das nächste Update kommt. Alter, wie lange brauche ich für die nächsten 20 Millionen?
Wahrscheinlich ein Jahr oder so. Nicht ganz so schlimm, aber es wird auf jeden Fall dauern. Klar, wenn man jetzt so 300 Millionen sieht, dann kann man denken, boah, wieso setzt du dir nicht als Ziel als nächstes 500 Millionen oder so? Man kann sich immer künstlich irgendwie ein Ziel setzen, aber irgendwann reicht es halt auch. Ich weiß nicht. Klar kann ich mir als nächstes Ziel setzen, 320 Millionen und so weiter, 400 Millionen. Aber irgendwann reicht es einfach. Und kein Interesse mehr. Auf jeden Fall, ich habe gemacht 14.620 Kilometer genau. Gefangen. 276.126. Klar, ich könnte mir als nächstes Ziel setzen, 300.000 gefangene Pokémon, aber wen juckt's? Besuchte Pokéstops 210.752.000. EP 300.145.241. Startdatum 13.07.2016. Gehen wir einfach alle Medaillen durch. Safari-Zone Oberhausen 2017. Safari-Zone Amstelveen 2017. Profest letztes Jahr. Kolossale Entdeckung, also das mit Regigigas. Kauft ihr euch übrigens das Ticket für Genesect. Ich hoffe, man spricht den aus. So, das habe ich. Pokédex Kanto natürlich voll. Gefangene Pokémon, ja. Entwickelt 40.511. Gebrütet 6.012. Ich bin nicht so ein großer Brüter. Ich brüte eigentlich nur, wenn irgendwie Staub vermehrt ist. Große Carpador XL 665. Battles 53.597. Trainiert. Ich weigere mich, das auf 5.000 zu bringen. 4.999 immer noch. Und 4.980 oder so ist vom alten Arena-System vom richtigen Trainieren. Dieses gegen die Teamleiter trainieren ist schlecht. Niantic, ihr müsst da irgendwas verbessern, aber nein. Ich weigere mich, meine Medaille da künstlich hoch zu pushen. Kleiner Radplatz 2.449. Pikachu 2600, Johto 100, legendäre Raids 2298. Der 2000ste Raid war übrigens beim Regigigas Event. Das war genau der Raid, wo ich Master Scorpion gesehen hatte. Aber leider nichts Besonderes bekommen. Und der 1000ste war irgendwie letztes Jahr. Das war ein Ho-Oh. 116.317 Mal gefüttert. Arena-Stunden. 94.325, Höhenregion 134, Quests 12.721. Manchmal habe ich Bock, die irgendwie zu erhöhen, mehr zu machen, aber eigentlich mache ich nur die, die ich wirklich brauche und jage. Beste Freunde 348, ein paar kommen noch dazu, also das ist noch nicht der finale Stand, aber irgendwann ist auch Schluss. Getauscht 11.293 Mal. Ja, keine Ahnung. Früher habe ich mehr getauscht. Mittlerweile warte ich einfach nur auf ein Event, wo die Lucky Chance erhöht ist. Wie letztens beim Chinese New Year Event. Kilometer juckt mich so gar nicht. 2 Millionen irgendwas. So eine unnötige Medaille. Die Medaille sollte man eigentlich einfach auslöschen. Ich finde die Medaille so sinnlos. Sinn und 98. Ja, das nicht ignorieren einfach. Das ist einfach hochgepusht durch PvP-Interaktion, aber sonst nichts. 221, seitdem ich das auf Gold habe, mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Jetzt durch den Kumpel, musst du ja immer einen Schnappschuss von deinem Kumpel machen für eine Interaktion. Und dann kommt manchmal der und ja, dadurch hat es sich auf 221 gestiegen. Ripple, Rocket Ripple 2559, da bin ich noch gut mit dabei. Ich versuche ja irgendwelche shiny Krypto zu bekommen, deswegen da... Noch fleißig. Inkognito immer noch 20 von 26 oder 28, wie man es nimmt. 26 für die Medaille, 28 gesamt. Und bisher ein einzigen nur ertauscht. Grüße gehen raus. Ich habe den Namen leider nicht leider voll vergessen, meinte ich. Ja. Normale Rates 797. Momentan mache ich mehr davon. Lange Zeit geschwächelt, aber in letzter Zeit rate ich fast eigentlich gar nicht mehr. Legendäre Rates. Kommt eigentlich sehr selten was zustande, Raid Tour nie. Und da mache ich eigentlich immer meine Sachen, die ich noch auf 100 brauche. Shinox, Flunkiefer, Alola Kokowai, Alola Raichu, Praktibald und sowas.
beim nächsten Arena-Event ist das Safe Gold. Also da mache ich jeden Raid für die 1000 Punkte. Mit Event dann 2000 Punkte, Arena-Punkte. Einmal 66 von 100. Erlösen 198. Könnte ich eigentlich auch direkt schon auf Gold machen, aber wozu? Man muss eh jeden Monat was erlösen und ich glaube, spare ich mir momentan noch. Und Rocket Giovanni, ja. Das ist auch so eine sinnlose Medaille. Wann ist sie auf Gold? In 15 Monaten. Ah ja. Okay. Dann gehen wir das noch schnell durch hier. Nichts Besonderes. Tralalalala. Nur so zum Vergleich für euch. Genau. Ansonsten, ich kann mal kurz auf Pokédex schauen. Hier alles, aber... Nee, hier. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe ein Video hochgeladen letztens von all meinen Pokémon Gen 3. Und damit habe ich jetzt Gen 1, 2 und 3. Wenn wir Gen 4 fertig gemacht haben, das nicht mehr allzu lang dauern wird, wahrscheinlich irgendwann April, dann kommt dazu auch noch ein Video und dann könnt ihr das alle Teile abchecken und dann wisst ihr eigentlich auch alle meine Pokémon. Gemaxt, shiny, lucky, 100 und so weiter. Deswegen könnt ihr das auch nochmal zusätzlich zu meiner Statistik abchecken und ja, das war's von mir. Klingt wie so ein Abschied, aber ist kein Abschied. Aber ja, das letzte große Update, 300 Millionen EP. Keine große Sache. Irgendwie, ja, EPs kommen und gehen. Heißt aber nicht, dass ihr mit Absicht schlecht spielen müsst. Wer noch im EP-Rennen ist, euch viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß. Wer das mit den EP nie verstanden hat, der wird es weiterhin nicht verstehen. Das ist so eine komische Sache. Entweder bist du drin und der EP-Bahn hat dich gepackt oder nicht. Jetzt kann ich auch verstehen, wieso Leute den EP-Bahn nicht verstehen. Aber rückblickend hatte ich trotzdem eine schöne Zeit mit den EPs, mit den EP-Machen und so weiter. War echt so eine geile Zeit damals, 2017, mit unserer eigenen internen Rangliste und dann jeder hat jeden versucht zu überholen und die Events, damals noch ohne Freundschaften und so, wie jeder EP machen wollte und gegeiert hat und die da noch gefarmt hat und so und da nochmal eine Runde gefarmt hat. Und wenn irgendein Event war, wo Doppel-EP war, dann die ganzen Ressourcen rausgehauen und durchgezockt und mehrere Millionen am Tag gemacht und dann am Ende so ein großes Update und dann nochmal sich neu in die Liste eingetragen. Alter, das war so eine geile Zeit. Das werden viele nicht verstehen. 2016 war der Hype, aber 2017 mit dem EP-Rennen, ich hatte so viel Spaß. Das war eigentlich mein bestes Jahr. Also mein lustigstes Jahr, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Oh, Bildschirm geht aus, passend dazu. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.